Moin Moin zusammen, ich bin Commander Snoo und ich versuche ein weiteres Mal eine Platzrunde in der Flugschule von X-Plane 11 zu fliegen. Beim ersten Versuch war das leider ja, nicht ganz so zu meiner Zufriedenheit. Beim zweiten Versuch war das Mikrofon, was ich neu eingestellt habe, dann so weit entfernt und so leise eingestellt, dass es leider zu weit weg war. Jetzt also der dritte Versuch und ich gucke mal, dass es diesmal besser wird und besser klappt und man mich auch versteht während des Fluges. Sonst macht es ja auch wenig Sinn. Okay, am Ende der Einstellung bin ich allerdings noch nicht. Vermutlich macht es mehr Sinn, die Tonspur insgesamt von der Videospur zu trennen und dann im Rahmen der Videobearbeitung ja, anzupassen. Soweit bin ich aber gerade noch nicht. Das kommt dann die nächsten Male, so wenn ich dann auch insgesamt besser aufgestellt bin, was das angeht. Okay, also dritter Versuch, die Platzrunde. Wir legen direkt los. Jetzt kommt der Sound dazu. Und ich hoffe, dass man mich jetzt weiterhin versteht. Okay, also wir drücken B für Parkbremse lösen. Hab ich habe noch nicht gefunden, wo das hier in diesem Flugzeug eigentlich ist. Ist aber nicht schlimm. Und ja, wir fliegen los. Auf geht's. Langsam hoch. Testen, dass wir auch das Richtige erwischen. Vollgas. Die Orientierung am besten so. Ja, alles klar. I have control. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier Richtung Trimmung gucken, ob das jetzt langsam mal funktioniert hier mit meinen Tasten. Nein, tut es nicht. Aber mit denen hier funktioniert es. Thank you.
Aber irgendwie nimmt er meinen Einschlag nicht ganz richtig. Gemacht. Na, ja, das ist doch eine wesentlich bessere Bewertung als vorher.
Ja, 89 und 84, wobei ich glaube, beim Takeoff war ich schon mal besser, da war ich bei 96% ungefähr, aber dafür nur bei 70 oder so bei der Landing. Von daher alles in Ordnung. Jetzt nach dem dritten Mal bin ich langsam zufrieden, aber es ist ja auch ein Lernprozess, ne? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie ich immer sage. Ja, mit dem Flugzeug kann ich nicht garantieren, dass es nicht doch schon mal passiert ist. Aber das Sprichwort zählt und ja, Übung macht den Meister. Das passt vielleicht besser. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, wieder in der nächsten Episode, wenn es dann darum geht, Navigation mit VOR. Habe ich schon mehrfach gehört. Gibt auch hier so ein cooles Video, glaube ich, von Captain Joe, heißt er, der das erklärt. In zwei Videos habe ich mir noch nicht angeschaut. Beziehungsweise ich habe mit dem zweiten angefangen und sollte vorher das erste erst schauen. Mal gucken, vielleicht erklärt Flightplane Explain das ja auch in einfachen Mitteln und Methoden und es wird von selbst deutlich, was es ist. Also, lasst mir gerne eure Kommentare da, gebt mir einen Daumen und ja, wenn ihr Bock habt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.